auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. André, ja, bitter natürlich, so das, den Punkt oder die drei Punkte aus der Hand zu geben, in allerletzter Sekunde, aus dem Nichts fast, könnte man meinen. Wie siehst du es? Ja, ich fand uns auch eigentlich hinweg über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. War dann natürlich unglücklich, wie es zustande gekommen ist, hat sich aber doch aber irgendwo abgezeichnet, da wir einfach nicht mehr so viel investiert haben die letzten Minuten im Spiel. Und ja, Glückwunsch an Wächtersbach an den Punkt. Kann man aber mit der Leistung zufrieden sein, unterm Strich, wie siehst du es? Also ich sage, im Gesamten, es war mit Sicherheit nicht die beste Leistung, die wir abrufen können. Wir haben zwar gefühlt 70-80% Ballbesitz gehabt. Ich fand, dass wir klar die bessere Mannschaft waren, das schon. Aber jetzt auch nicht zwingend, dass man sagt, wir haben jetzt 500-600%ige Chancen gehabt, dass wir die jetzt gnadenlos an die Wand gespielt haben. Wir waren zwar besser, aber jetzt auch nicht zwingend mit den Torchancen. Wir hatten zwar die ein oder andere Möglichkeit, noch ums Ergebnis hochzuschrauben, eher wie Wettersbach im Ausgleich, sage ich jetzt mal. Aber ja, es ist ja dann so, wie es dann halt ist im Fußball. Kriegt man kurz vor Schluss unglücklich noch das Gegentor. Zum größeren Bild, ihr habt ja viel investiert in die Mannschaft, viele Zugänge gehabt. Ja, hast du deine Wunschkandidaten bekommen und sind die Planungen abgeschlossen? Ja, also es war uns eigentlich klar nach der schwachen Rückrunde, dass man da irgendwo, dass ein Umbruch uns bevorsteht. Den haben wir jetzt vollzogen. Bis jetzt bin ich eigentlich hochzufrieden mit den Leuten, wie sie arbeiten, mit dem Trainer, mit dem Co-Trainer. Das passt eigentlich hervorragend, passt perfekt zum Verein. Aber es ist auch klar, dass noch ein Haufen Arbeit vor uns steht. Wir haben jetzt heute 6 Neuzugänge in der Mannschaft gehabt. Das lässt sich vielleicht auch nicht so leicht verkraften. Deswegen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Nach dem Umbruch, den du ja gerade beschrieben hast, was kann man da von eurer Mannschaft diese Saison erwarten? Was peilt ihr für Ziele an? Ja, es ist immer schwierig, da ein Ziel jetzt direkt zu definieren. Das Wichtigste wird sein, dass wir uns erstmal finden, dass wir dann zusammen an einem Strang ziehen. Dann wird man sehen, was am Schluss rauskommt. Ich bin zwar guter Dinge, wie gesagt, wir haben gute Leute. Wichtig ist, dass der Kader, wir haben die nötige Breite auch im Kader. Und ich hoffe, dass man da zusammenhalte. Und dann wird man sehen, was am Schluss bei rauskommt. Ich denke, ein guter einstelliger Tabelleplatz sollte auf jeden Fall aber drin sein, wenn man so genau nennen will. André, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.